Kennst du das? Wenn man krank ist, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es ist, wenn man gesund ist. Manchmal denke ich, dass es so auch ist mit dem Unglücklichsein. Denn ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie es war, als ich glücklich war. Dabei war ich nicht immer so. Oder zumindest träume ich von einer Zeit, in der ich nicht so bin. Und manchmal fühlt sich dieser Traum wie eine Erinnerung an. Oder fühlt sich die Erinnerung an wie ein Traum? Happy with a good guy. The woman that I would try. Ich hab gelesen, Drake ist auch nicht glücklich. Wie kann das sein? Ich würde meinen rechten Arm geben, um einen Tag wie er zu sein. Den linken eher nicht so. Ich bin Linkshänder. Aber weil rechts die Norm ist, dachte ich, das klingt besser. Und jetzt fragst du, höre ich da leise Zweifel? Aber ich find, dass ein Arm gegen einen Tag kein kleiner Preis ist, auch wenn's halt nicht der Primärarm ist. Sei nicht so kleinlich, hypothetisch über Amputationen streiten ist peinlich. Zurück zum Thema, das Seelenheil von Superstars. Wie geht's zum Beispiel Bruno Mars? Ich mein privat, ich kenn ihn ja nur aus Videos und Pro7-Shows, sein Instagram-Profil und so. Doch da steht nichts von Angstzuständen und von Leistungsdruck. Man schafft es immer irgendwie zu weinen, wenn keiner guckt. Man könnte meinen, dass wir gelernt haben, dass Reichtum und Erfolg und oder Fußballspieler sein hier gar nichts heißen muss. Ich will nur sagen, Bruno, meld dich, wenn was ist. Man hört ja immer, dass viel Geld nicht alles ist. Aber rein hypothetisch, falls du mal so Episoden hast, ohne dass ich sagen will, dass du Depressionen hast, hoffe ich, dass du weißt, dass es eine Krankheit ist und keine Schwäche. Dann hoffe ich, dass wir beide sprechen. Und dann hoffe ich, dass du checkst, was meine Absicht ist. Nämlich, dass du in dem Song nur eine Metapher bist. Sorry, Bruno. The woman that I would try is happy with a good guy. The woman that I would try. Wenn Drake nicht glücklich ist, dann seh ich schwarz. Der Kapitalismus hat versagt. Ich lege Thank Me Later weg und lese Marx, damit ich eine Antwort für dich habe, wenn du fragst. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Wenn ich an Drake denke, denke ich an einen Haufen Frauen und dann einen Haufen Geld. Und dann, das brauch ich auch. So ein gekaufter Traum ist günstig in der Anschaffung. Aber die Nebenkosten können dich das Leben kosten. Ich hab nur ein paar seiner Videos geschaut und mich gefragt, wie sieht denn eigentlich mein Liebesleben aus? Kann's nicht sein, dass diese Minderwertigkeit, die ich spüre, nicht zu stillen ist von einer Frau allein. Also bin ich rausgegangen und hab geschlafen mit einer anderen. Und bei jedem Kuss hab ich darauf gewartet, dass es anders, wirklich anders wird. Hab mir all die Drake-Songs nochmal angehört und dann entschieden, wir sind nicht so ganz verschieden. Ich wär gerne Drake, er ist gerne Drake. Wir teilen dieselbe falsche Vorstellung von Geld. Wir teilen dieselbe falsche Vorstellung von Liebe. Er hat nur nicht ganz so oft wie ich Probleme mit der Miete. Doch wenn man so Kleinigkeiten wie den Kontostand mal kurz beiseite lässt, könnte man meinen, dass unsere Traurigkeit die gleiche ist. Und vielleicht sind wir gar nicht selber schuld daran, weil man das Märchen vom Erobern einfach jedem jungen Mann erzählt. Und wenn wir erst begonnen haben, Menschen wie Trophäen zu sehen, gilt auch, dass mehr immer für besser steht. Doch mit dir ins Bett zu gehen, kann mich nicht glücklich machen, wenn ich schlicht nicht weiß, was ich mir selber wert bin oder nicht. Sorry, Aubrey. That I would try is happy with a good guy. The woman that I would try is happy with a good guy. Wenn Drake nicht glücklich ist, dann seh ich schwarz. Der Kapitalismus hat versagt. Ich lege Thank Me Later weg und lese Marx, damit ich eine Antwort für dich habe, wenn du fragst. Bist du glücklich? The woman that I would try. Bist du glücklich?